Hallo ihr Lieben, ich sitze im Auto, weil ich auf meine Freundin warte, weil wir heute in den Primarkt fahren, also nach München. Das ist schon ein gutes Stück und ich fahre mit meinem neuen Auto. Ich bin noch nie so lange mit dem gefahren und ansonsten bin ich eigentlich auch immer voll der chaotische Autofahrer, also ich bin gespannt, ob wir heile ankommen. Meine Freunde lachen mich immer aus, weil mich die LKWs überholen. Also ich bin wirklich ein sehr gemütlicher Autofahrer. Ich habe es nie eilig. Ich schaue mir lieber die Landschaft an. So ungefähr. Deswegen hat die Melli noch so gelacht. Solchen Namen gesagt, egal. Hat die noch so gelacht, dass ich fahren will. Naja, hallo, neues Auto muss doch mal ausgefahren werden. Und ich freue mich voll, mit meinem Baby zu fahren. Und vor allem auf, ich kann nicht mal reden, so aufgeregt bin. Und viel mehr freue ich mich auf den Primarkt. Und ich dachte mir, wenn ich es schaffe, nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ach, ich bin so aufgeregt, ich kann nicht mal reden. Leute, merkt ihr das? Ich nehme euch viel. Jetzt reicht's aber dann, Lisa. Beruhig dich mal, wir fahren nur in Primarkt. Ich nehme euch ein bisschen mit, um ein bisschen zu zeigen, was es da so aktuell so gibt. Habe ich zumindest vor. Ja, und dann wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Video. Wir sind angekommen. Wir sitzen jetzt erstmal und frühstücken lecker. Das Frühstück ist noch nicht da. Wir haben gerade nur bestellt. Sie ist gerade auch für den Clou. Und wir sind in diesem Center. Ich weiß gar nicht, wie das Center heißt. Ich bin wieder sehr schlau. Aber auf jeden Fall erstmal gemütlich frühstücken und dann richtig shoppen. Jetzt wird erstmal gefrühstückt mit einem leckeren Latte und so einer ganzen Platte ist das. Ja. Wobei, finde ich, sieht ein bisschen sparsam aus. Aber naja, egal. Wir sind da, jetzt wird geshoppt. Hier sieht es aus wie im Sauladen. Liegt da alles am Boden. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich zuerst gucken soll. Ja, ich bummel jetzt hier mal ein bisschen durch. Oh, reduzierte Sachen. Yay. Wart ihr schon mal im Primarkt München? Also ich war jetzt schon im Primarkt Stuttgart, im Primarkt München und im Primarkt Innsbruck. Genau, das sind so die nächsten von uns. Und am liebsten mag ich eigentlich den Innsbruck, der in München. Ich finde, der ist so voll. Also ich dachte immer, das ist nur von der Eröffnung. Aber nein, auch heute war der so übelst voll. Ihr seht es ja, ich hatte Schwierigkeiten, echt ein bisschen die Kamera in die Hand zu nehmen, weil die ganze Zeit die Leute vor meiner Linse laufen. Naja. Deswegen habe ich dann auch nicht so viel filmen können. Aber ich habe euch echt viele Aufnahmen gemacht. Ihr werdet es ja sehen im Laufe des Videos. Ich weiß gar nicht, warum ich schon vorher... Was ist mein Finger da? Um vorher damit anfangen zu reden. Also wahnsinnig... Mein Gott. Jetzt habe ich da wirklich meinen Finger in. Es tut mir leid. Ja, naja. Ja, ihr seht es ja. Ich habe mir einfach gedacht, einfach ein paar... Okay, da habe ich eine Freundin getroffen. Einfach ein paar Einblicke zu sehen, was es da eigentlich so gibt. Deswegen habe ich einfach die Kamera angemacht und bin mit euch durch den Laden gelaufen. Ja, übelst viel Sale ist gerade momentan beim Primarkt. Also wirklich sehr, sehr viel Sale. Ich fand immer früher auch, ich habe immer wahnsinnig gern selber solche Videos angeschaut über Primarkt-Einkäufe. Ja, was es gerade halt so aktuell gibt, gerade wenn es ein bisschen weiter weg zum Fahren ist. Socken für 2,40 Euro, mega günstig. Normal kostet die 3 Euro, also kosten die gleich mit. Musste ich nur noch ganz kurz mal sagen. Also 2,40 Euro. Ja. Ich fand es früher immer selber voll cool oder ich schaue immer heutzutage immer noch, eigentlich bevor ich in Primarkt fahre, immer noch irgendwie ein Primarkt-Hall an oder so ein Primarkt-Live-Hall, weil ich immer noch sehen will, was einfach Inspiration zu holen. Ich meine, der Laden ist so riesig. Oh mein Gott, es tut mir leid mit dem Finger, also es ist ja furchtbar. Was ist das? Mit dem Finger. Der Laden ist so groß, da braucht man irgendwie so ein bisschen Plan. Also ich und meine Freundin, wir waren da echt, glaube ich, gefühlt 3-4 Stunden drin. Und dann sind wir in andere Läden und danach sind wir sogar nochmal zurück im Primarkt. Ja, aber da haben wir nichts mehr gekauft und sind einfach nur so verplant durchgelaufen, weil wir nicht mehr wussten, was wir tun sollten. Keine Ahnung. Ja, deswegen sind wir da einmal durchgelaufen. Wären wir lieber mal früher losgefahren, dann wären wir nicht in Feierabendverkehr gekommen. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Ja, Stofftaschen für 1 Euro. Also ihr seht, es ist echt... Primark ist halt echt wieder sehr, sehr günstig. Wobei ich finde, früher war er besser. Weiß nicht, früher habe ich echt viel... Also so eine Tasche zum Beispiel, voll süß fand ich die. Früher habe ich viel gekauft. Und es war richtig günstig. Jetzt finde ich Primark-Preise teilweise ähnlich vergleichbar bald mit H&M. Also es ist und manchmal leider die Qualität ein bisschen schlechter. Also
Primark war früher ein Ticken besser oder ich habe meinen Geschmack einfach geändert, ich weiß es nicht. Aber trotzdem findet man im Primark immer was und es lohnt sich immer, mindestens einmal im Jahr in Primark zu fahren. Ja, es macht einfach Spaß. Es gibt halt einfach alles, also so, was ist halt so und günstig. Ich meine, ein T-Shirt für 2 Euro, wo gibt es denn sowas? Jetzt war ich gerade hier in der Männerabteilung, auch da habe ich ein bisschen geguckt. Mein Mann hat sich ein Marvel, ich spreche es bestimmt falsch auf, Marvel-T-Shirt gewünscht. Aber ja, es war so durcheinander, aber es war auch so viel los. Mir tun die Leute da wirklich leid, die da arbeiten müssen und das wieder aufräumen müssen. Schaut euch diese Berge mal an, alles rausgewuschelt, jeder durchwuschelt. Also es ist echt heftig. Und ja, ich habe immer schon gefilmt, wenn wenig Leute da waren. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel eigentlich wirklich los war. Aber es seht ihr ja an der Unordnung. Also die Leute, die gut dort arbeiten, die kommen einfach gar nicht mehr hinterher, da Ordnung zu machen. Das tut mir echt immer voll leid. Und der Finger, der tut mir auch voll leid. Hallo? Was ist das? Nein, ihr habt das alle mal meinen Fingernagel gesehen. Ja, da war ich in der Home-Abteilung, da gab es so Eisbecher. Da habe ich irgendwie noch überlegt, soll ich die mitnehmen? Die sehen so süß aus. Ich den Mädels mal ein Eis mache oder so. Und da dachte ich mir, ja, nee. Als ob wir keine Schüsseln zu Hause hätten. Ja. Man kauft manchmal einfach zu viel, oder? Aber dann zu Hause denkt man sich, oh Mann, warum habe ich es nicht gekauft? Kennt ihr diese Situation? Ja. Aber so mittlerweile überlege ich schon öfters mal, ob ich irgendwas kaufen soll oder nicht. Früher habe ich einfach, war reduziert, habe ich gekauft. Jetzt denke ich mir, brauche ich das wirklich? Nutze ich das irgendwann oder ist es einfach nur Schrott? Also, ach, die fand ich so schön, diese Glühbirnen. Ach, süß. Ich drehe sie, glaube ich, gleich mal um. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich sie gleich mal umdrehe. Lisa, drehe sie um. Ja, ich weiß auch nicht. Bin ich wieder weg von den Glühbirnen? Na, ich glaube, ich habe sie umgedreht, nur ihr habt es nicht gesehen. Na ja, egal. Auf jeden Fall fand ich voll schön. Ja, das ist die Home-Abteilung. Und überall stehen diese Beutel. Irgendjemand hat eingeschoppt und hat es einfach stehen lassen. Das verstehe ich auch nicht. Also, furchtbar. Ich sage ja, mir tun die Leute echt leid, die da arbeiten müssen. Das ist echt Hardcore-Arbeit. Wirklich Hardcore. Mit den ganzen Leuten, die da rumwuschteln wie wahnsinnig. Ja, wir sind übrigens immer noch in der Herrenabteilung. Jetzt fahren wir mal runter in die Damenabteilung. Der Primark in München, der ist dreistöckig. Also einmal Herren, einmal Damen und einmal Damen und Kinder zusammen sozusagen. Und da sind aber auch noch Schuhe, Taschen und sowas, so Accessoires. Und es war wirklich viel reduziert. Also es war nicht vieles, was mir gefallen hat, aber ich habe zum Beispiel einen Topf für einen Euro, ne? Also was mir auch voll gut gefällt, was mir eh die ganze Zeit schon kaufen wollte und aber es nie gekauft habe, weil ich nicht weiß, ob ich es anziehen würde. Oder hier schätze mal von 14 Euro auf 1 Euro. Das war jetzt nicht so meine Traumfarbe. Aber es sieht eigentlich doch gar nicht mal so schlecht aus, wenn jemand auf so eine Farbe steht, ja. Und das war alles hier reduziert, also je nach Geschmack, ne. 1,20 Euro dafür ein T-Shirt. 1,20 Euro. Wo findet man ein T-Shirt für 1,20 Euro? Das ist echt heftig. Jetzt bin ich in der Umkleidekabine. Ich habe Supervisor, super. Auf jeden Fall jetzt in der Umkleide und probiere ein paar Sachen an. Das kostet nur 1 Euro und deswegen dachte ich mir, das nehme ich jetzt einfach mit und wenn ich das nur zu Hause anziehe. Ich habe so oft das Teil jetzt anprobiert und mir gefällt es einfach voll gut. Und ja, ich nehme das mit für den Euro. Sieht doch cool aus. Ja. Irgendwann werde ich es schon anziehen, vielleicht mit irgendwas noch drüber oder so. Ja, ich finde es cool. Oder doch mit einer höheren Hose. Ja, das nehme ich mit. Für den Euro muss es mit. Das finde ich jetzt nicht so cool. Nee, das sieht so normal aus und dann steht es hier auch noch so ab. Nicht cool. Ich habe meine bauchfreien Dinger. Ich habe fast nur solche mitgenommen, weil es mir einfach mega gut gefällt. Und ich mich bis heute nicht getraut habe, es anzuziehen. Aber das gefällt mir irgendwie auch nicht. Toni? Ja. Ist schon voll. Oh Mann. Nee, das ist irgendwie... Nee. Ganz normales Basic-T-Shirt, schwarz. Ich glaube, da hole ich mir nochmal 2, weil die sitzen extrem gut. Ja, die gehen halt nach der Zeit. Muss man die einfach neu kaufen. Nee, da hole ich mir nochmal 2. Sitzt extrem gut, schaut gut aus. Einfach so, ja, lässig, wie ich manchmal einfach rumlaufen will, ist das Outfit. Das ist so ein ganz normales Ding, aber irgendwie gefällt mir das nicht. Das sitzt irgendwie komisch. Nee, vielleicht zu groß, keine Ahnung. Sieht irgendwie komisch aus. Okay, das muss man sich jetzt ohne Hose vorstellen. Und dachte ich mir so an den Strand, also mit einem Bikini drunter, an den Strand. Das hat so richtig viele Löcher, man sieht das durchsichtig. Bin ich gerade immer überlegen, aber sieht das aus wie ein Vorhang. Also ohne Hose, das sieht natürlich echt scheiße aus mit Hose. Wie türkische Frau. Ja, mal schauen.
Ich weiß nicht, da bin ich mir voll unsicher. Ja, ihr werdet im Primark Toy sehen, was ich dann schlussendlich gekauft habe. Schaut mal die coolen Zahnbürsten an. Ich wollte unbedingt eine mitnehmen, aber es waren alles nur Jungsmotive. So unfair. Meine Tochter wünscht sich schon so lange so eine Zahnbürste, die blinkt halt eine Minute lang und dann, wenn es aufhört zum Blinken, dann könnt ihr jetzt so zum Beispiel aufhören zum Zähneputzen. Finde ich viel cooler als so eine Zahnuhr. Sanduhr. Mein Gott, ich bin auch so eine Zahnuhr. Mein Gott, Leute. Schaut euch mal die süße Jacke an. Oh, wieso habe ich eigentlich keinen Jungen? So eine süße Jacke. Ich finde so süße Sachen teilweise. Also voll süß. Also wenn so, der erste Teil ist im Auto und jetzt gehen wir noch weiter shoppen in dem Center. Wie heißt denn das Center überhaupt? Ich weiß gar nicht. Pep in München. Ich habe euch ja gesagt, wir gehen nochmal zurück in Prime. Wir sind dann nochmal zurückgegangen. Und da haben wir dann halt die ganzen Schminksachen und keine Ahnung, die ganzen Sachen, was wir davor nicht gesehen haben. Obwohl wir gefühlte 3 Stunden in dem Laden waren. Ich glaube, wir waren schon viel länger in dem Laden. Und trotzdem, also ich war auch mit so einer coolen Freundin. Also nicht mit jeder Freundin kann man so cool shoppen. Ne? Also kennt ihr das? Mit manchen Freundinnen kann man super reden. Mit manchen Freunden kann man super shoppen. Mit manchen Freunden, wobei das nicht. Spaß. Nee, aber man braucht dann auch die richtige Freundin, die wohl nicht den Beinweh hat, die nicht ständig Hunger hat, die Durst hat oder keine Ahnung. Also ich habe ja schon Sachen erlebt. Also jeder hat ja so einen unterschiedlichen Charakter. Und mit der Freundin, wo ich war, die ist genauso wie ich. Die könnte laufen und sich alles anschauen. Die ist genauso so ein Bummler wie ich. Also mega. Macht einfach mega, mega viel Spaß. Das hat mich so gefreut. Es freut mich immer, mit ihr einfach shoppen zu können. Ja, ich liebe sie einfach. Jetzt wisst ihr es. Ja, die Wimpern sind auch mega cool. Ja, nur ich bin halt nur zu blöd, die aufzukriegen. Aber ich habe die auch schon mal gekauft. Schau mal, 6 Euro. Durchgestrichen heute in 6 Euro im Angebot. Was für ein geiles Angebot. Hat vorher 6 Euro gekostet und jetzt nur noch 6 Euro. Ne? Habt ihr verstanden, was ich gemeint habe damit? Ich dachte, ich sehe nicht, was für ein Verarschungspreis. Das sehe ich voll oft, ne? Aber Hauptsache der andere Preis ist durchgestrichen. Du kostet genauso gut wie davor. Ja. Also noch ein bisschen Kosmetik. Was kauft ihr, wenn ihr im Primark seid? Ich kaufe immer Socken. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Was kauft ihr immer? Ich bin ein Sockenkoffer. Wenn ich im Primark bin, sind auf jeden Fall immer Socken in meiner Einkaufstüte. Also komisch, aber immer. Was kauft ihr? Das interessiert mich echt mal wirklich. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch solche Hauls, Live-Hauls gefallen und sowas, auch alles damit unten in die Kommentare. Mit mich auch mal wieder. Wir sind ja jetzt vom Shoppen zurück und ich bin jetzt auch zurückgefahren. Wir haben über 2 Stunden gebraucht. Oh, es war Stau und wir sind nicht vorangekommen und oh, ich bin richtig kaputt jetzt. Es ist auch schon 18.43 Uhr jetzt. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, ein bisschen Inspiration gegeben, wie ich euch da mitgenommen habe zum Shoppen im Primark. Meine Ausbeute werde ich auf jeden Fall noch abfilmen, aber wahrscheinlich nicht mehr heute. Wir haben es jetzt 18.44 Uhr. Das werde ich morgen euch in Ruhe in einem Haul, also in einem separaten Video, euch zeigen. Also gerne auch mal da reinschauen. Über ein kostenloses Abo und ein Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, so verpasst du einfach keine Videos mehr von mir, auch wenn du die Klingel anklickst, da unten hier irgendwo, also immer links, ne? Also hier unten, dann kriegst du immer eine Benachrichtigung, dass ein neues Video von mir online gekommen ist und jetzt wünsche ich euch einfach nur einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!